Selbstverständlich kann ich auch neue eigene Formatvorlagen erstellen. Beispielsweise bei dieser Liste, die wurde nämlich von Hand gemacht und das lösche ich nun mal und lasse an dieser Stelle eben Word diese Liste erstellen, indem ich da auf das Listensymbol klicke, noch etwas Anpassungen mache. Die Einzüge sollen etwas kleiner sein. Ich möchte vielleicht hier ein anderes Symbol für die Liste, deshalb Format, Nummerierung und Aufzählungszeichen anpassen. Hier habe ich schon verschiedene weitere zur Auswahl. Mir passt eigentlich keines recht. Bei einer anderen Schrift, ich weiß, dass zum Beispiel bei Wingdings ein hübscher Pfeil vorhanden ist, dieser hier, und diesen wähle ich da als Aufzählungspunkt. Allerdings macht mir Word wieder eine solche Einrückung, die ich eben nicht will, deshalb setze ich sie hier wieder auf 0 und den Tab-Stopp bei 0.8 und auch hier. So, jetzt haben wir hier eine schöne Liste mit Pfeilen und damit ich die auch in einem anderen Absatz wieder verwenden kann, klicke ich hier auf Neue Formatvorlage und nenne sie Pfeilliste. Hier haben wir ganz im Anschluss des Textes noch eine weitere Liste, nach dieser Vorbereitung wähle ich wieder den entsprechenden Text aus und klicke auf Pfeilliste und sofort wird das auch für diese Liste da übernommen. Du siehst, du kannst also mit diesen Formatvorlagen sehr präzise arbeiten und beliebige eigene Stile zusätzlich zu den vorhandenen noch hinzufügen.